häufig wird gefragt, was ist the next big thing? Also was ist das Nächste nach dem Internet? Wir sind überzeugt, dass das Internet erstens mal da bleiben wird und weiterhin die Potenziale generieren wird. Wir sind aber auch der Überzeugung, dass drei große Entwicklungen auf dem Internet große Potenziale bewegen werden. Das erste ist das Internet of Information. Das kennen wir schon. Das ist die unendliche Ressource des Internets als Informationsquelle. Heute praktisch auch von allen schon genutzt. Das zweite ist das Internet of Things. Hier wird es schon schwieriger. Viele von uns nutzen aber bewusst oder unbewusst Geräte, die das Internet wiederum verwenden, um untereinander zu kommunizieren. Das ist sicherlich das Mobiltelefon, das ist aber auch möglicherweise ein Auto oder ein anderes Gerät wie ein GPS, mit dem wir mobil unterwegs sind im Gelände. Das nächste ist das Internet der Services, das wir teilweise aus unserer eigenen Erfahrung als Konsumenten bereits kennen, wenn wir beispielsweise Electronic Banking über das Netz machen. Das sind also drei große Entwicklungen: Internet of Information, Internet of Things und Internet of Services.